Odenwald. Sie sind Musikkritiker bei einer deutschen Illustrierten. Was halten Sie von der Musik der Ekseption? Ich würde die Ekseption, ihre Musik, einordnen zwischen Jacques Lussier und Emerson, Lake und Palmer. Lussier hat ja der bachschen Musik die Würde und den Ernst genommen und sie ganz relaxed zwingen lassen. Emerson, Lake und Palmer benutzen klassische und barocke Elemente und Strukturen für ihre Rockmusik. Die Ekseption, das sind nun meiner Meinung nach fünf Musiker, die fast unheimlich vielseitig begabt sind. Die benutzen ja einfach alles. Barock, Klassik, Jazz, Rock, Pop für ihre Ideen und was sie vorfinden. Man kann diese Musik intelligent, man kann sie fast intellektuell nennen, ohne dass sie blutleer wäre. Und da liegt, glaube ich, auch der Reiz dieser Musik, denn als die Gruppe antrat, den Plan trat, 1968, da hatten die Beatles Pop salonfähig gemacht. Und aber als sie nicht mehr weiter wussten, waren sie selber abgetreten. Es traten dann eine Menge sogenannter progressiver Rockgruppen auf den Plan, die so spielten, dass man vor lauter Progressivität manchmal gar nicht mehr wusste, was eigentlich los war und dieser Musik reichlich hilflos gegenüberstand. Diese Musik der Ekseption musste da eigentlich sehr erfrischend und klar wirken, denn man sah das Formprinzip, man sah die Konzeption und man dachte sich, aha, hier sind endlich mal die ganz großen Meister am Werk. Herr Odenwald, kann man denn überhaupt von einer Entwicklung der Ekseption sprechen? Eine strenge Entwicklung im eigentlichen Sinne sehe ich nicht. Sicher, die Band hat nach ihrer ersten LP ihre Werke in den größeren Zusammenhang gestellt. Becker Julia's Time Trip oder die Zusammenarbeit mit dem Symphonieorchester oder auch die Programmmusik zu Saint-Exupéry's Der kleine Prinz. Aber ich glaube, auf ihrer neuesten LP sind sie sich in ihren Anfängen wieder sehr ähnlich, nämlich swingender und cooler. Was ich meinte mit zunächst war eigentlich was anderes, denn die Arrangements von Van der Linden, die sind ja so intelligent und so durchdacht, dass darüber fast der individuelle Charakter ihrer Musik etwas verloren geht. Und das wäre eigentlich schade. Denn sicher, der versierte Musikfachmann, der Kritiker, der schnalzt schon mit der Zunge und sagt, Donnerwetter, was die hier aus Beethoven machen oder wie hier eng beieinander Miles Davis und Barock liegen. Aber der normale Musikfan, der Freund, der Plattenkäufer, der will ja eigentlich weniger diesen Gesichtspunkt als einen spontanen, typischen, individuellen Sound. Und da liegt eben die Gefahr der Ekseption, bei der Ekseption, dass sie etwas abgleiten in einer Art Eklektizismus. Es stört schon etwas, mich wenigstens, wenn man sich gerade an einer schönen, zwingenden Bläserpartie erfreut, die dann ganz plötzlich von einer schweren Orgel, Kirchenorgel, erdrückt wird. Und das ist eben die Gefahr, denn Musik ist ja nun nicht nur fürs Oberstübchen da, sondern auch fürs Unterstübchen und auch fürs Gefühl. Und das stört eben ein wenig, wenn man da als Hörer immer wieder aus der Bahn geworfen wird. Und das ist eben die Gefahr bei der Gruppe, der sie manchmal liegen. Schreibt Rick van der Linden seine Arrangements in der trauten Umgebung seiner Familie bei Haarlem. Hier findet er die Abwechslung, Entspannung und vor allem die heitere Note, die er für seine Musik braucht. Zwischen zahlreichen Tourneen durch Holland, Deutschland, Frankreich und Schweden widmet sich der 26-jährige Absolvent der Musikhochschule seinen Hobbys Familie, Soundtechnik, Rasenmäher und großen Autos. Von der ersten Stunde an bei Ekseption ist Rein van den Broek Jahrgang 1945. Man kann ihn ein wenig in die Kategorie der Wunderkinder einreihen. Seinen ersten größeren Trompetenstoß machte er mit 8 Jahren. Schon als 11-Jähriger saß er unter den Skymasters, einer der berühmtesten Big Bands. 1958 war er es, der die Jokers gründete, aus der dann später die Gruppe Ekseption hervorging. Seine Freunde aber schätzen nicht nur seine musikalischen Qualitäten, sondern auch seine Backkünste, die er sich als Konditor erworben hat. Sein Vorbild, Jazz-Trompeter Miles Davis. In Haarlem erblickte Peter de Loew am 31. Dezember 1947, 2 Minuten vor Mitternacht, das Licht der Welt.
Er lernte Gitarre spielen und schloss sich den Bintangs an. Aber als es dort drei Gitarristen gab und keinen Schlagzeuger, stieg er um und begann eine neue Karriere. Schon 1967 gelangte er zu Ekseption. Heute zählt er zu den besten Drummers der holländischen Popszene. Schnelle, chromblitzende Motorräder liebt Kurt Decker. Der gelernte Betonmischer wurde am 2. Oktober 1948 in Velsen geboren und ist damit jüngstes Mitglied der Gruppe. Ursprünglich ausgebildet auf der Ukulele, eine Hawaii-Gitarre, spielt er heute bevorzugt Bass. Seine musikalischen Vorbilder sind The Moody Blues, Bob Dylan, aber auch Jefferson Airplane und Chet Harris. Dick Remmeling spielte schon als Kind in dem städtischen Orchester von Assendelft. Später studierte er Klarinette, Bassklarinette und Saxophon. Dick ist 27 Jahre alt. 1969 schloss er sich der Ekseption an, nachdem er zuvor in einigen anderen Gruppen gespielt hatte. Zwischen den Tourneen tobt er sich am liebsten mit seinen beiden Hunden am holländischen Nordseestrand aus.